Hallo und herzlich willkommen zurück in den Königreichen von Amalur. In der hoffentlich letzten Folge dieser Aufnahmesession. Ich wollte schon längst schlafen. Hier ist die Stadtwache. Ja, wir sind gerade bei der Stadtwache und zeigen einen versuchten Mord an. Wie kann ich euch helfen? Es geht um versuchten Mord. Aber Gast vergiftete Melian Envon. Gift? Ich hatte gehört, dass der Knabe krank ist, aber das ist weit hergeholt. Ich werde ein oder zwei Wachen schicken. Ihr solltet ihn bei Abergasts Haus von diesen Anschuldigungen berichten. Gut, so sei es. Ihr schickt Hilfe? Ja, und nach dem Gesetz der Alpha müsst ihr als Anklägerin zugegen sein. Wir nehmen Anschuldigungen gegen die großen Häuser ernst. Na gut. Also gut. Das kann ja was werden. Jetzt bin ich ja doch ein bisschen auf heißen Kohlen. Zu Abergasts Haus gehen. Das ist immer noch die Blasphemie. Wo ist denn Abergasts Haus? Passwort da oben. Ganz im Norden. Wir müssen also die Straße, die da abgeht. Die Straße, also die Map hier ist ein bisschen kompliziert. Lasst euch Lürgriffs Wunderwerke nicht entgehen. Ja, schauen wir mal. Okay, da bin ich richtig. Na du? Wie geht es euch, Schwester? Ja, hab schon schlimmere Zeiten durchlebt. Und da ist die Wache schon. Und wartet offenbar auf uns. Hey, Jungs! Die Tür ist nicht verriegelt. Na dann mal auf. Hier entlang. Wie sieht's denn hier aus? Wer wohnt denn so? Ach du Scheiße. Da kommen sie. Er war ein guter Diener. Ich kannte ihn sein ganzes Leben lang. Und nun habe ich dieses Leben süß und pflichtgetreu enden lassen. Ihr habt euren eigenen Diener getötet? Es war, wie er es wollte, auch wenn ihr mir nicht glauben werdet. Ich belüge euch nicht. Das hört sich so gruselig an. War er der Giftmischer? Nein, er war es nicht. Er war mein Schüler. Doch ich und ich allein habe das Werk des Todes begonnen. Es hätte noch mehr Tote gegeben. Doch wie dem auch sei, heute erstrahlt Belens Testament. Belens Testament? Belen ist der Gott des Todes, des Verendens. Sein Testament ist schlicht, dass alle, die leben, sterben müssen. Und ich bin sein Priester. Okay. Aber du lebst doch auch. Woher kommt denn der Groll? Wenn Koriana meine Liebe vor all diesen Jahren nicht verschmäht hätte, wenn sie meinen grünen Frühling nicht mit kaltem Schnee ertränkt hätte, ihr Haus nicht erblüht wäre, während meine Seele verkümmerte. Ich hätte die Schönheit des Todes nie gekannt, die Worte Belens. Ich schwor, mein Geschenk würde mit ihr beginnen, doch nun sehe ich, dass meine Zeit gekommen ist. Ich gebe mich Belens Umarmung hin. Well, that escalated quickly. Todesgewand. Hört sich gut an. Tja, da ist hier ja alles... Seht nur. Ich sah. Was ein Psycho. Ja, nee. Plündern Schreibtisch. Ansi und ASCII. Okay, verstehe nur weniger wahrscheinlich, wenn ich sage Ansi und ASCII. Früher habe ich ein Ansi gemalt. Das ist aber lange her. Ansi. Ein altes, abgewetztes Tagebuch. Die Tinte hat sich durch mehrere Seiten durchgedrückt. An Koriana. Ich liebe dich. Ich werde dich immer lieben. Ich schreibe dies nicht in glücklichem Gemütszustand, sondern in dem Wissen, dass du meine Liebe nie erwidern wirst. Du hast deine Familie mir vorgezogen, doch während sie alt werden und sterben, weiß ich, dass sie immer ein Teil von dir sein werden. Ich wünschte, ich könnte es an ihrer Stadt sein. Ich schreibe dies als Brief an dich. Es wird dein Brief sein, mein Geschenk, die Gedanken und Gefühle eines Mannes, der dir einst vollkommen in Liebe ergeben war. Ich weiß nicht, was ich nun bin. Doch wenn ich so alt werde wie dieser Schreibtisch,
dieser Stuhl, diese Hallen. Ich werde dir jeden Tag schreiben. Ich werde meine Gedanken jeden Tag auf dieses Papier bannen, bis mein Brunnen versiegt, bis meine Schreibfeder zu Staub zerfällt, bis du entweder wieder in meinen Armen liegst oder ich allein gestorben bin. Ich schwöre, ich werde dir schreiben. Ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre. Wenn ich nur mit dir reden könnte, wenn du mit mir sprechen würdest oder wenn ich es ertragen würde, mich dir zu nähern, würde ich dich nach dem Warum fragen. Nicht zornig, ich kenne keinen Hass. Warum hast du mich verlassen? Warum? Wann habe ich dir Leid zugefügt? Ich würde die Wahrheit erfahren. Hieltest du es wirklich für das Beste? Erinnerst du dich nicht an die Zeiten, die wir zusammen verbracht, an das Glück, das wir geteilt haben? War es nicht real für dich? Für mich wirkt es wie ein Traum, doch ich weiß, dass du dasselbe gefühlt hast wie ich. Ich weiß, du hattest Angst. Das hatte ich auch. Doch nicht, weil ich nicht glaubte, es sei richtig. Es war richtig. Es war unsere einzige Chance, in dieser Welt glücklich zu werden. Der Krieg, Krankheit, Armut, Sklaverei, Folter wären zu ertragen gewesen, solange ich dich hatte. Ich konnte all das überstehen, solange ich mir deiner Liebe gewiss war. Ging es dir nicht ebenso? Wenn nicht, hast du mich angelogen? War es alles eine Lüge? Sieh, was du mir angetan hast. Ich habe es mir selbst angetan. Es schert mich nicht länger. Es schert mich nicht. Es ist ihre Schuld und sie werden bezahlen. Deine Familie, ja. Deine Familie, diese Leute, die du zu lieben vorgibst. Und warum? Weil sie dich geboren haben? Ich werde sie töten. Ich werde in meinen Trauerroben den Tod bringen. Ja, das klingt auf jeden Fall vernünftig. Das klingt nach einem sehr... aufrichtig klingt es auf jeden Fall. Da hinten kommen wir nicht durch, leider. Weil hier lange Zeit nicht geputzt wurde. Da liegt doch Dreck. Geil, Dreck durchsuchen. Klingt auf jeden Fall sehr... Oh, ein Dietrich. Sehr, sehr, beruhigend, was der junge Mann da zusammen fabriziert. Stab der Exekution. Wo würde er besser reinpassen, wenn nicht hier? Ich bin froh, dass ich diese Folge heute noch aufgenommen habe, obwohl ich gar nicht mehr wollte. Folgendes, wo müssen wir jetzt wieder hin? Nicht zur Stadtwache? Brettigen, Gegenstände stehlen, Passwort herausfinden. Tja, das war's eigentlich. Dann würde ich sagen, wir gehen mal, zu Koriana. Wir müssen den dicken Wurstweg wieder hoch, dann beenden wir die Quest mal eben. Dieser Tage sieht man auf dem Markt so viele neue Gesichter. Amalur nichts Besseres. Kuriositäten. Oh, hallo Fremde. Hallöchen. Mächtige Gegenstände. So, wir düsen mal ganz kurz wieder hoch. Langsam kennt man auch die Straßen. In Klammern eigentlich nicht. Ich gucke immer auf die Minimap. Aber ich tue so, als ob. Damit es nicht so peinlich wirkt. Und wir müssen... Guten Tag, Herrin. Ach, da ist sie ja schon. Super, müssen wir nicht lange suchen. Ist es vollbracht? War er... Hier, nehmt das und ich... Ich muss eine Beichte ablegen. Vor vielen Jahren hätte ich einer Abergast beinahe geheiratet. Meine Eltern verboten es mir. Ich wusste, es war falsch, dass er es nicht verdiente, so behandelt zu werden. Die Dummheiten der Jugend. Ich hätte nie geglaubt, dass er so verbittert werden würde und sich diesem dunklen Kult zuwenden könnte. Niemals. Gut, der hat auch ein bisschen übertrieben, muss man einfach sagen. Ich meine, verletzter Stolz, verletzte Liebe ist das eine, aber er ist ja dann dem Wahnsinn anheimgefallen. Manchmal denke ich mir... Wenn ich ihn geheiratet hätte, wäre ich heute um keinen Deut besser als die Vivan Gifres. Und in den Jahren, nachdem ich unser Gelübde gebrochen hatte, habe ich so manches Leid erfahren. Ich bin zwar nicht daran zerbrochen, aber so ist das Leben im Haus Anwon. Das Blut reinhalten. Ich
Ich weiß nicht, was ich davon sagen soll. Liebe überwindet alle Grenzen, aber familiäre Tradition, ich kann dazu wirklich nichts sagen, weil ich sowas nie selber erlebt habe oder auch selber nie drinstecke, die Erfahrung nie gemacht habe. Als Außenstehender ist es viel leichter zu urteilen, glaube ich, als wenn man drinsteckt. Also es ist, der Fairness halber, es ist ein schweres Urteil, muss man einfach sagen. Wie geht's denn mit Malion? Brevanis Gegengift hat gewirkt. Er wird wieder gesund. Ich habe seinen Vater und seine Schwestern an den Krieg verloren, aber ihn werde ich nicht verlieren. Na, Gott sei Dank. Wir besuchen den jungen Mann mal kurz, wenn wir schon da sind. Vielleicht hat er noch was Neues zu berichten. Putz dies, putz das. Man hat nicht einen Moment Ruhe. Ach, du Arme. Na, schön in den Ausschnitt gestiert gerade. Ganz tolle Sache. Ah, ich dachte schon... Ihr seid es. Mutter ist so dankbar für das, was ihr getan habt. Ja, wohl nicht so. Wie sieht's aus mit Vergiften? Hast du Bock? Oh, es war schrecklich. Die Träume. Aber jetzt geht es mir besser. Ich muss euch wohl danken. Das müsst ihr in der Tat. Ciao. So, sie da hinten ist, glaube ich, die andere, ne? Die Onfei, genau. Dem jungen Herrn geht es schon viel besser. Nicht wirklich gut, aber er wird schon wieder. Okay, das wollte ich wissen und tschüss. Mehr gibt's hier nicht und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal... irgendwie in die... Möge Lyria euren Weg erleuchten. Das wäre super, wenn sie das machen könnte. Also hat's mich angesehen und gesagt, wenn das... Geht weiter! Ich renne hier bereits. Wie kann ich noch weiter gehen, als ich gerade schon renne? Das sind, ja. Bei manchen... Lasst euch Lyrgriffs Wunderwerke nicht entgehen. Ein Gebet für unsere Truppen. Schmuck, Süßigkeiten. So, da geht's raus. Soviel zum Thema, ich kenne mich aus. Wie geht's denn jetzt nochmal runter? Dazu, wir sind da... Das ist, glaube ich, nicht richtig. Ich muss jetzt umdrehen und rechts. Ja, das ist so ein bisschen... Sagen wir 30. Lasst euch Lyrgriffs Wunderwerke nicht entgehen. So, dann hier lang. Das ist ein bisschen komisch gemacht hier. Also sich ein Rad hier auszukennen, naja. So, wir düsen jetzt mal hier runter und bringen das Wort Lyrias in den Keller. Lieber die Windungen als Chlorikon, sage ich immer. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass wir den ganzen Krempel nicht mehr zusammenkriegen. Wir haben aber wohl mehrere Anläufe. Das habe ich schon wohl vernommen. Ich habe mir das jetzt natürlich nicht aufgeschrieben. Hätte ich vielleicht machen sollen. Hallo! Na, sieh mal einer an. Eine Oberflächlerin. Hallo, Nuer, du wirrer Mann. Ich speichere mal vorsichtshalber, damit mir ja nichts passiert. Sieh an, eine der Gesegneten. Sagt mir, Oberflächlerin, könnt ihr mir ehrlich sagen, dass Lyria euch nicht mehr liebt als uns? Warum sonst sollte sie einige glückliche Seelen auf die Nadel in ihren Tempel rufen, während sie uns hier versauern lässt? Sind eure Füße gefesselt? Was? Ketten? Ich bin aus freien Stücken hier, um zu lehren. Ich meine, Unglück und Armut haben mich hierher gebracht. Ihr verdreht meine Worte, verdammt! Wenn ihr so schlau seid, dann sagt mir, ist unser Schicksal nicht vorherbestimmt? Hat Lyria uns nicht hier unten eingesperrt? Eigentlich nicht. Was wisst ihr denn über das Schicksal? Was habe ich denn getan? Was zum Teufel? Ihr seid eine Rotznäsige! Seht sie euch an! Sie täuschen euch, sie! Vergebt mir, meine Freunde. Aber ihr streitet es nicht ab? Ihr gebt zu, dass Lyria uns leiden lässt? Dass sie uns nichts gab, außer diesen feuchten Höhlen und ein paar Münzen? Vielen geht es, sie hat die drei Gaben geschenkt. Ja, so ist das. Was ist das überhaupt für ein Unsinn? Ich nehme immer das Grüne, das ist super. Ihr wagt es? Was? Lacht mich nicht aus! Immerhin, ich meine... Freunde, ich habe vorschnell gesprochen. Diese Teufelin verdreht meine Worte. Spart euch euer dummes Grinsen. Ich kann es sehen. Ich sage die Wahrheit und ihr lächelt? Ihr lacht über mich? Schön. Bleibt meinetwegen Schafe. Bleibt in eurem Pferch. Ihr seid gefangene Schafe. Bleibt in euren Käfigen. Lust auf ein Spielchen? Dann ist Kests Tisch genau das Richtige. Nee, eigentlich nicht. Nee, wirklich nicht. Aber ich kann mal ganz kurz bei der Dame gucken, die hier den Handel betreibt. War die nicht hier? Irgendwo da hinten. Kann ich spenden? Nee, ne? Der Hauptmann der Wache, verdorben wie alter Fisch. Tja, jetzt ist er tot.
Und das ist gut so. Das stimmt. Oh, ein Haufen. Goldmünzen, Goldklumpen. Juhu, und keiner bestraft mich dafür, weil es irgendwie keinem gehört. Das ist toll. Ja, bitte? Hallo. Ich habe Dinge. Dinge, die es in der Oberstadt nicht gibt. Zum Beispiel Brusthaare. So, ich kaufe ein... Ja, 6 Prismär-Dietriche. Nehmen wir natürlich alle. Und 24... Weißt du was? Ich nehme die jetzt einfach mal alle. So. Okay, können wir noch was verkaufen hier? Stab der Exekution, 83 Schaden, ist auch nicht so pralle. Eschenholz mit 118, da haben wir mehr. So, Enkes Schuhe. Ich traue mich mal nicht, sowas zu verkaufen. Gemäßigter, da haben wir auch was Besseres. Paladins Rüstung weiß ich gerade nicht. 113, haben wir was Besseres. So. Ich belasse es erstmal dabei. Rest können wir später verkaufen. Zum Vergleichen habe ich gerade keine Lust, weil es gerade die letzte Folge dieser Aufnahme ist und ich noch 2-3 Sachen erledigen wollte. Ich vermisse das Sonnenlicht. So. Im Endeffekt mussten wir uns nichts merken. Es war relativ leicht. Ich hätte auch die richtigen Antworten gewusst. Oh, ich dachte, ihr werdet... Aber ich habe mich immer für das Grüne entschieden. Ich weiß gar nicht warum. Einfach nur, weil wir es können. Ich glaube, das war der Grund, warum ich... Ich wollte ihn ja nicht verlächerlichen. Ich hätte ihm natürlich auch das Richtige predigen können. Huch. So, jetzt müssen wir wieder nach oben zum Tempel. Bevor wir nach oben zum Tempel gehen, würde ich gerne das Passwort herausfinden. Ich weiß gar nicht mehr, wofür das war. Das Passwort. Habe ich schon längst vergessen. Das Zollhaus. Das Passwort herausfinden. Zurück aufs Meer. Nein. Hä? Kann ich euch helfen? Nö, ich guck nur. Ah. Reden mit Fenstergitter? Sagt mir, was kostet die Lieferung per Schiff? Mehr Gold als einfach. Ich weiß von dem Schnüffler. Ich dachte, um diese Schnüfflerin hätten sie sich gemeinsam mit dem Gnom gekümmert. Geht weiter. Harst wird davon wissen wollen. Das Haus ohne Türen. Haas Versteck betreten. Ich erinnere mich nicht mehr so genau. Okay, Katakomben. Ich glaube, das ist das Versteck. Ups, muss ich mal kurz anders hinsetzen. Ich glaube, das hier ist Haas Versteck. Ich weiß gar nicht mehr, worum es geht. Verdammt, die Quest haben wir irgendwann mal angefangen. Ich weiß davon nichts mehr, weil wir jetzt so viel anderes in der Zwischenzeit gemacht haben. Das tut mir echt leid. Für mich ist das ja auch schon wieder Wochen her. Oh, ein Traum! Oh, ein Traum! Oh, ein Traum! Oh, ein Traum! Tragen wir es aus. Was? Bitte was? Ich will doch gar nichts austragen. Wir nehmen die Quest trotzdem einfach mal so mit. Ich glaube, das können wir ja einfach mal machen. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch. Zumindest mehr als ich gerade. So, meisterhafte... Ah, toll. Jetzt glaube ich auch noch einen Fallen rein, wie blamierend, bitte. Es scheint mir so, als wäre alles unter Verlangen, die irgendwie hohl. Alles unter Rat hier, Entschuldigung. No. Sehe ich dann doch ein bisschen anders.
Hallo. Sehe ich auch wieder anders. Scheiße. So, jetzt nochmal. Probieren wir es nochmal. Da wollte er einfach auf mich drauflaufen. So. Einfach mal beiseite geschnetzelt. Das ist, wir kommen hier relativ gut durch. Was ist denn das da? So kleine Kristallkugel. Aus dem... Oh! Die habe ich gar nicht gesehen. So, jetzt haben wir auch wirklich genug weggeräumt hier. Ja, wo kommen wir denn da hin? Ach, das habe ich übersehen. Und was ist das hier? Aha. Boah, ich wünschte, ich wüsste noch, was hier los ist. Kleine Kriegsgeweihte. Ach ja, das waren ja die, die das Viech beschworen haben. Stimmt ja. Er ist unser Ziel. Deswegen nennen die uns auch kleine Kriegsgeweihte. Gespürt und euch bis zu meiner Türschwelle durchgekämpft. Aber die Schatzkammer wurde geleert und Lord Besin ist geflohen. Nach Eamons Island. Es war die Quest um die Schatzkammer, die meinte ich ja. Die Typen, die halt, den Dingens beschworen haben, den Dämon da sozusagen. Eamons Island? Ihr wisst nicht einmal etwas davon, richtig? Dabei ist es eure eigene Geschichte. Nun gut, lassen wir sie am besten begraben. Der irre Haast hört sich ja gut an. Wo sind die Artefakte? Nicht mehr in unseren Händen, nicht mehr in meinen, sondern in Besins. Fürchtet euch nicht. Die Phalangi werden eine Schönheit, so schrecklich und erhaben, in diese Welt bringen. Jetzt! Ah! Mann, mit den Riesenratten auch noch. Ach Mist, ich kann hier gerade nicht in den X-Modus gehen. Ich schaff's nicht mehr. Na, oh, ganz knapp, ganz knapp, ganz knapp. Scheiße. Ich dachte, ich schaff's noch. Boah,
Mist, ich dachte, ich schaff das noch. Ich dachte im Abrechnungsmodus, aber es hat einfach zu lange gedauert. Mist. Jetzt habe ich den ganz umsonst verbraten. Nee. Okay, ich fürchte, da müssen wir weiterreisen. Dem Belani hinterher, oder wie der heißt. Rede mit Gewinn an den Kais. Da wissen wir jetzt zumindest Bescheid. Oder ihr wusstet das vielleicht, ich nicht mehr. Kann ja auch sein. Oh Mist, das war nicht so gut. Ist mit Sicherheit hier. So, ich nehme alles mit. Da ist noch eine Falle, die ich wieder übersehen habe, großzügig. Habe ich mehr Glück als Verstand, bin ich da nicht reingetreten. So, und jetzt tapern wir wieder ein bisschen raus. Was ist denn hier? Ein Gulli, der hier oben hinführt. Natürlich, warum auch nicht? So, hier sind wir den Kais. Hier waren wir auch schon. Tja, das Passwort haben wir sozusagen mehr oder weniger abgeliefert. Nein, das fasse ich nicht. Auf Deck, unter Deck, nirgendwo eine Spur. Der Gewinn möchte ich noch nicht gegenübertreten. Hier in den Docks ist immer so endgültig alles. Die Oberstadt. Ich möchte gerne zur Priesterin. Genau, das möchte ich nochmal abgeben. Das mache ich nochmal in dieser Folge. Und dann beende ich aber auch die Aufnahme. Ich will das noch zu Ende bringen, den Faden. Und den anderen Faden können wir später wieder aufgreifen, wenn ich wieder nichts davon weiß. Es gibt in ganz Amalur nichts Besseres. Das heißt, lasst euch Lürgriffs Wunderwerke nicht entgehen. Die nächste Aufnahme findet dann wieder in Deutschland statt, sozusagen. Dann komme ich aus diesem... Nach drei Monaten... Nach zweieinhalb Monaten, so rum. Nach zweieinhalb Monaten Los Angeles muss ich zugeben, endlich wieder nach Hause. Ahahaha. Freue ich mich schon ein bisschen drauf und die nächste Aufnahme findet dann quasi im heimischen Gemäuer statt. Da freue ich mich noch viel mehr drauf. So, hallo Priesterin! Ich habe von euren Taten gehört. Ihr habt unseren Glauben und Ratjes Ansehen bewundernswert verteidigt. Eure letzte Aufgabe wartet. Nicht weit von hier. Sie steht sogar genau vor mir. Es ist die Schenkung. Und ihr seid es, die etwas schenkt. Wenn ihr bereit seid, sagt es mir. Wie könnte ich denn nicht bereit sein? Erzählt mir zuerst von Nuer. Wisst ihr, in seinem irren Gerede steckte bei aller Tücke auch ein Körnchen Wahrheit. Während Lyria die einen erhebt, stößt sie die anderen in die Tiefe. Sie lässt mächtige Frauen mit gebrochenem Herzen in Bächen ertrinken und macht den ärmlichsten Spatzen zum König. Das nennt man dann wohl Schicksal, ich weiß es nicht. Ihr kennt also die Spatzen. Die Spatzen sind Lumpensammler, die in den tiefsten Stollen hausen. Und doch liebt Lyria auch sie, vielleicht sogar am meisten von allen. Ach, schön gesagt. Ich bin bereit für die Schenkung. Zuerst müsst ihr wählen. Gebt ihr die Weisheit auf, die ihr erlangt habt? Opfert ihr eine magische Gemme von höchster Reinheit? Oder gebt ihr eine nennenswerte Summe Gold? Habt ihr verstanden? Etwas von mir verschenken? Ja, ein Teil eurer Erfahrung, dargebracht als Opfer für Lyria. Das war die ursprüngliche Schenkung. Und das ist es, was sie noch heute am meisten erfreut. Ich glaube, dann werden wir wohl das machen müssen. Eine magische Gemme? Gemmen sind pure Magie. Das perfekte Geschenk für unsere Göttin. Legt eine epische Gemme in diese Zeremonienfigur, um sie dem Orison zu opfern. Mhm, eine Summe Gold? Kommt es euch ordinär oder belanglos vor? Die Magie ist es, die unsere Welt antreibt. Und Gold ist eine Art von Magie in den Köpfen der Sterblichen. Natürlich ist es in Lyrias Augen sehr schwierig, den Wert der beiden anderen zu erkennen. Natürlich, deswegen ist die Wall Street auch so ein magischer Ort, weil da so viel mit Geld ist. Na gut, ich bin bereit zu schenken. Ausgezeichnet. Sagt mir, wofür entscheidet ihr euch? Wir werden das Größte... Ich schenke mich 10% Erfahrung. Ich hoffe nur von diesem Level, ich weiß es nicht genau. Ich... Wähle das größte Opfer. Dann empfange ich, die Priesterin dieses Tempels, im Namen von Lyrias Licht und Tirins Lehre, euer Geschenk und beschließe damit das Orison. Ihr habt die Pfade unserer Vorväter beschritten, die Worte unserer Propheten gesprochen und etwas von euch aufgegeben. Lyria behüte euch, Lyria leite euch, möge ihr Segen mit euch sein. Entfernt Zeremonienfigur. Ich hoffe, das bringt uns jetzt auch irgendwas. Erzähl mir von dem Orison. Ihr habt es selbst gesehen. Viele in Rathir feiern das Ritual ein, vielleicht zweimal im Leben. Die Arbeit ist hart, doch die Aura verblasst nur langsam. Na, ich lasse mich überraschen, welche Aura? Das war gute Arbeit. Ihr könnt stolz auf euch sein.
Ja, hallo Aura? Riesensei Lyria, die Göttin der Magie des Schicksals. Ja, Lyrias Segen, toll. Ich glaube, da kann man eine Lehre draus ziehen. Achso, hier sind wieder Relikte, ne? Relikte haben wir momentan nicht. Haben wir alle schon abgegeben. Deswegen verlassen wir diesen heiligen Ort. Wir sind total auf Lyrias Seite. Es ist total super. Yeah, Lyria, go, go, go. Vielleicht lernen wir es ja noch kennen. Ich weiß es gar nicht. Wir sind ja die Schicksal... Achtet auf euer Verhalten. Tadellos, sage ich. Tadellos. Habe ich geachtet, ist tadellos. Tja, Freunde, dann sind wir hier soweit eigentlich durch. Kuriositäten, Talismane, mächtige Gegenstände. Wir sind eigentlich noch nicht durch. Sind wir mal ehrlich, wir sind noch nicht durch. Wir sollen hier noch irgendwas stehlen. Die Alte sollen wir noch anquatschen, die gewinnen. Lasst euch die Taverne zur feuchten Gischt nicht entgehen. So, hier sollen wir was stehen. Hier bleib ich stehen. Es fühlt sich gut an, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Ich bleibe hier neben unserer Freundin stehen. Lyria euren Weg erleuchten. Das soll sie mal tun. Und ich hoffe, wir sehen uns ja in der nächsten Aufnahmesession wieder, wenn ich dann wohl wieder in Deutschland bin. Ich freue mich drauf. Tschüss. Achso, Endscreen. Ja, da haben wir also einerseits den versuchten Mord gelöst, haben den verschmähten Liebhaber. Also das ist, war ja also ganz skurrile Geschichten, spielen hier einfach so am Rande von der Hauptstory. Da gibt es so viele Geschichten, das ist ja unfassbar. Es ist fast, als würde man... Das ist ja nicht nur ein Buch, was man ja liest. Ein Buch ist ja immer eine Geschichte, aber hier liest man ja quasi mehrere Bücher und statt die zu lesen, spielt man die hier. So kommt es mir zumindest vor und wir haben so viel Nebengeschehen, das ist unglaublich. Deswegen konnte ich mich gerade nicht mal mehr an das Hauptgeschehen erinnern, zumindest nicht, womit die Schmuggler zu tun haben. Ich dachte, hä, Schmuggler, was war das denn jetzt? Aber dann habe ich mich natürlich erinnert, es sind die komischen Beschwörer, die das Viech beschworen haben, was die auch da gerade wieder beschworen haben, dessen Namen ich gerade eben nicht beachtet habe, weil ich mit einem Kampf war. Naja, der Kampf lief leider nicht ganz so glücklich. Ich habe gehofft, wir können die Schicksalsfäden noch durchtrennen und damit doppelte Experience einsammeln, aber ich glaube, da habe ich den Mund zu voll genommen, weil wir dem Orangenen kaum Schaden zuführen konnten. Aber egal, ich freue mich schon, die nächste Aufnahmesession dann wieder zu Hause. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn ich wieder die Hälfte vergessen habe. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!